Hat Bentley das hier gebaut, so solide, dass es aussieht, als hätte es schon immer hier gestanden? Nein, Bentley und Galena haben das Wirtshaus nicht gebaut, sie haben es gefunden. Sie gehörten zu einer Gruppe Abenteurer, wie ihr es seid. Woher will sie wissen, dass wir Abenteurer sind? Wahrscheinlich, weil wir so aussehen, Imoen und ich und Talisa mit der Rüstung und den Waffen. Wir sehen auf jeden Fall nicht aus wie Offizielle von der flammenden Faust der hiesigen Armee, der hiesigen Stadtwache. In den ersten Jahren, wie ihr seid, in den ersten Jahren nach der Zeit der Schatten, das ist auch übrigens mal ein Thema, was ich noch anschneiden muss, wenn die Zeit dafür reif ist, als alle Götter auf der Erde wandelten, ja, hat sie vorweggenommen, war das Wirtshaus sogar mal die Festung eines mächtigen und toten Priesters von Baal, dem Herrn des Todes. Als der bösartige Priester vom Tod seines Gottes geschwächt war, konnten Bentley und Galena ihn ein für alle Mal zerstören und seine heruntergekommene Festung für sich beanspruchen. Ja, sie haben bestimmt viele Geschichten zu erzählen. Das tun sie bestimmt, aber dieses Wirtshaus ist jetzt ihr Leben und sie befassen sich nicht mehr gern mit der Vergangenheit. Ihnen eine Geschichte zu entlocken ist genauso leicht wie einem Huhn einen Zahn zu ziehen, zumal Hühner keine Zähne haben. Es war jedenfalls eine Freude, euch kennenzulernen. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Aufenthalt. Ja. Was? Gut. Das hier wird Bentley sein, genau. Der Wirt. Ja, gut. Und dann haben wir sicherlich irgendwo noch Galena. Das ist vielleicht die Köchin. Nein, wir haben hier einen Koch, der einfach nur ein Koch ist. Ja. Hallo, hier raus aus meiner Küche, ihr macht mir alles kaputt. Eines Tages werde ich für den Herzog persönlich kochen. Bei dem im Palast ist wenigstens noch nicht so viel los. Da kann man sein Essen noch in Ruhe genießen. Sei doch froh, dass so viele Leute dein Essen lieben. Ich bin ganz Ohr. Gut. Bitte, sucht euch einen Platz aus. Bitte, hier haben wir Leute, die wie Abenteurer aussehen. Also so ähnlich wie wir, bewaffnet. Und in Rüstung sprechen wir sie mal an. Bleib ganz ruhig, Liebes. Wir müssen das ganz vorsichtig angehen. Ja, und er stottert schon mal ein bisschen. Khalid, ihr kommt mir irgendwie bekannt vor, Kind. Ihr erinnert mich an einen Weisen, mit dem ich bekannt bin. Er heißt Gorion. Also ein Weisen, nicht ein Waisenkind. Ohne ihn kränken zu wollen, ich sehe das auch so. Jahira, pass auf, was du sagst. Das muss das Kind sein, von dem Gorion so oft geschrieben hat. Also, wir wissen schon mal, dass seine Begleiterin Jahira ist. Da muss er wohl Khalid sein. Und die beiden sollten wir hier finden. Wir sind alle Freunde eures Stiefvaters. Ist er nicht bei euch? Ich befürchte das Schlimmste, denn er würde seinem einzigen Kind niemals gestatten, ohne Begleitung umherzustreifen. Arme Imoen. Sollte er tatsächlich dahin geschieden sein, so fühlen wir mit euch. Ja, danke schön für die Anteilnahme. Gorion hat oft betont, wie wichtig ihm eure Sicherheit ist. Sogar wichtiger als seine eigene, hat er bewiesen. Für den Fall, dass ihm etwas zustieße, hat er sich gewünscht, dass Khalid und ich an seiner Stelle für euch sorgen sollten. Allerdings seid ihr inzwischen viel älter und die Wahl eurer Kameraden liegt nun in eurem eigenen Ermessen. Wir könnten euch begleiten, bis ihr eine feste Bleibe gefunden habt, euren Platz im Leben. Auf diese Weise könnten wir Gorion einen letzten Dienst erweisen, obgleich wir zuerst nach Nashke gehen sollten. Khalid und ich, wir kümmern uns um die örtlichen Angelegenheiten und Gerüchte zufolge geschehen in der Mine dort merkwürdige Dinge. Sicherlich habt ihr von der Eisenknappheit gehört. Es wäre gut, wenn ihr uns helfen würdet, es betrifft uns alle, auch euch. Haben wir gemerkt, unser Schwert ist kaputt gegangen. Wir sollen uns mit dem Bürgermeister der Stadt treffen, Berun Gastkill. Von dem haben wir schon gehört. Aber ihr beide seid mir auf jeden Fall sympathischer als die anderen beiden. Ich glaube, die hatten nur Profit im Sinn. Oder haben halt für einen Auftraggeber gearbeitet, der weniger edle Ziele verfolgt. Eure Gesellschaft wäre hier sehr willkommen, sagen wir mal. Sehr gut, wir machen uns auf den Weg, sobald ihr bereit seid. Beeilt euch. Wow, sie hatten 17 Goldmünzen zusammen. Ja, wir haben neue Tagebucheinträge. Ich war heute im freundlichen Arm und jemand versuchte mich umzubringen.
Er war offensichtlich ein Kopfgehege. Warum kommt es immer wieder zu diesen Angriffen? Yahira und Khalid möchten, dass ich sie nach Nashke begleite. Zur selben Stunde. So, jetzt können wir uns mal die Ausrüstung von beiden ansehen. Sie hat einen Unsichtbarkeitstrank, der gibt an Imoen. Sie kann leider keine Knüppel benutzen, aber sie kann mehr schleppen als Imoen, also kriegt sie mal die Waffen. Khalid hat einen Heiltrank, da sollte er, glaube ich, noch mehr kriegen, da er in vorderster Front kämpft. So. Arrangieren wir das Ganze mal ein bisschen. Den können wir auch an Khalid weitergeben. Und Schriftrollen geben wir mal an Yahira. Ja. Ja, da Khalid ein Kämpfer ist wie wir, sollte er vielleicht eher schleppen, auch wenn er nicht so stark ist. Mit Stärke 15, aber Konstitution 17, da macht er eigentlich auch eine gute Figur. Also mehr zum Verteidigen als zum Angreifen. Ist auch schon ziemlich gut ausgerüstet. Wir brauchen auf jeden Fall noch Ausrüstung für... Was wollt ihr? Was? Nichts weiter. Ja, und für mich ein neues Schwert. Das Geschäft geht in letzter Zeit äußerst schlecht. Hallo Bentley. Die ganze Gegend hier ist völlig vom Eisen abhängig und wenn es knapp wird, müssen wir alle schwer leiden. Nun, was kann ich für euch tun? Was habt ihr zu verkaufen? Genau. Wir bräuchten nämlich ein Bastardschwert. So. Können mal die Sachen absetzen. Die brauchen wir nämlich nicht mehr. Und da müssen wir mal kurz für Yahira gucken. Könnten ihr theoretisch einen Schienenpanzer kaufen? Oder gleich den teuren Plattenpanzer? Nee. Ein Kettenhemd sollte erst einmal reichen. So, Imoen trägt noch gar nichts, also kriegt sie da die Lederrüstung. So haben beide was davon. Ja? Was wollt ihr? Dann sollte sich die Gruppe mal versammeln. Was? Und dann, ja, wie ihr wünscht. Halt, bevor wir schlafen, kommt noch eine andere Erklärung. Das Zaubersystem können wir jetzt kurz erklären. Aber erstmal arrangieren wir die Charaktere etwas um, dass Imoen ganz hinten steht. So. Und zwar das Zaubermenü. Ihr seht, wir haben hier das Zauberbuch mit den Zaubern der jeweiligen Stufe. Beim Kleriker, also Priester, das sind also Druiden, Kleriker und Waldläufer und auch Paladine später. Die können Stufe 1 bis Stufe 7 Zauber sprechen. Yahira beherrscht im Augenblick nur Stufe 1 Zauber, weil sie ist ja auch nur Level 1 Druidin und Level 1 Kämpferin übrigens. Magier hingegen können bis Stufe 9 sprechen, also im Zauberbuch. Bleiben wir aber jetzt erstmal bei den Klerikerschriftrollen. Ihr seht, hier sind auswendig gelernte Zauber und hier bekannte Zauber. Das hier sind sozusagen unsere Zauberslots. Ja, da habe ich jetzt gerade das Falsche rausgelöscht. Egal. Hier können wir Zauber reinlegen. Und zwar können wir jeden Zauber, der hier drin liegt, einmal am Tag sprechen. Also im Augenblick können wir einmal leichte Wunden heilen. Das heilt 1 wie 8 Schadenspunkte, also 1 bis 8 Lebenspunkte, Trefferpunkte. Und das war's dann für diesen Zauber für den einen Tag. Wir können aber doch mal leichte Wunden heilen, reinlegen. Der ist jetzt ausgegraut, weil wir rasten müssen, damit er aktiv ist. Also immer wenn wir rasten, werden die Zauber aufgefrischt. Wenn sie verbraucht sind, sind sie ausgegraut, so wie der hier jetzt. Also wir müssen erst rasten, damit er verfügbar ist. So haben wir jetzt zweimal leichte Wunden heilen und können noch Furchtbannen hinzunehmen. So. Diese drei Sachen sind für den Anfang gar nicht mal so schlecht, weil ihr habt ja vorhin gerade gesehen, wir wurden mit einem Fluch, mit Furcht belegt und Imoen ist wild weggerannt, während Talisa einfach gestorben ist. Was nicht so schön war. So.
Mehr Zauber hat sie nicht, mehr Zauber können wir nicht, also können wir jetzt rasten. Meine Schenke steht allen offen, die sich anständig benehmen. Bevor wir das aber machen, hätte ich gerne mein neues Schwert. Na, das Geschäft geht in letzter Zeit äußerst schlecht. Oh, wir schlafen als Händler. So. Damit sind wir schon mal ausgeruht. Und können uns jetzt mal kurz in den oberen Stockwerken umschauen. Hier unten gibt es keine interessanten Leute mehr. Nichts leichter als das. Mal gucken, ob es hier oben jemand Interessantes gibt, wenn wir schon hier sind. Ob wir noch jemanden finden können für unsere Gruppe. Natürlich können wir in jedes Zimmer reinsehen. Imoen wird wahrscheinlich... Du siehst mehr aus wie ein Adliger. Nö. Imoen wird wahrscheinlich gerne nachher nochmal selber hier hochgehen. Du siehst aus wie ein Zwerg. Hier hochgehen und sich bei Leuten bedienen. Du bist besser in der Stabilität, als diese Steinmauern vorzeigen. Okay, er redet schon mal komisch. Hallo, habt ihr schon gehört? Es gibt südlich vom freundlichen Arm seinen ungehobelten Oger, der total auf Gürtel abfällt. Er wollte mir entweder meinen neuen Riemen der Durchdringung oder mein Leben nehmen. Wollte nicht mal eine signierte Ausgabe von meinem Buch haben. Hey, wenn ihr mir den Riemen wieder beschaffen könnt, wäre ich euch echt dankbar. Tagebucheintrag. Also erstmal Bentley, der Besitzer des freundlichen Arms, erzählte uns, dass der Eisenhandel während der letzten paar Wochen stark zurückgegangen ist. Nach den Aussagen einer Zwergenpriesterin namens Anshe hört man wenig südlich vom freundlichen Arm immer mehr von einem spitzbübischen Oger mit einem Gürtelfetisch. Ja, wieder die schwarze Humor. Anshe sagt, sie sei Schriftstellerin. Vielleicht schenkt sie mir eine Ausgabe ihres Buches, wenn ich ihren Riemen der Durchdringung wiederfinde. Ja. Das hier hinten sieht wie ein Gemeindezimmer aus. Sowas gab es hier damals auch. Ein Schlafsaal. Für... ja, 5 Personen. Also in sowas werden wir wahrscheinlich auch geschlafen haben. Oder in solchen Einzelzimmern, Doppelzimmern. Wahrscheinlich eher in solchen Doppelzimmern. Die sehen eher kaufmännisch aus. Und hier haben wir sogar ein... adliges Zimmer, sogar 2 adlige Zimmer. Die sind natürlich am teuersten. Ja, wie gesagt, Imoen wird sich hier wahrscheinlich noch mal gründlicher umgucken. Also wahrscheinlich sind das hier die... Es gibt 4 Stufen von Betten. Bauern, Kaufleute, bürgerlich, glaube ich, und adelig, königlich. Das hier wird königlich sein, das hier bürgerlich. Die Schlafsäle hier hinten werden wahrscheinlich für Kaufleute sein und für Bauern gibt es den Stall. Ein Vergnügen, Sie zu treffen. Und hier haben wir einen weiteren Zwerg oder einen Gnomen, der mit einer... der bewaffnet ist sogar. Hey, mein Keller... also, es ist eine Gnomin wahrscheinlich. Hey, mein Keller im Berg... Berigost ist von giftigen Spinnen befallen. Bentley hat gesagt, ich könnte hier bleiben, bis sie weiterziehen. Aber ich falle ungern jemanden zur Last. Ihr werdet das Haus schon erklären, gleich westlich vom windigen Schwindler. Ihr nehmt diese Tränke mit, damit das sind Gegenmittel gegen das Gift. Den Rest könnt euch behalten. Könnt ihr behalten wahrscheinlich. Wenn ihr die alten Stiefel von meinem Mann mitbringt, die da unten aufbewahrt, lege ich noch 120 Goldmünzen drauf. Und wenn ihr dann noch eine tote Spinne oder eine gute Flasche Wein mitbringt, lasse ich vielleicht noch etwas springen. Jo, wir haben jede Menge Gegengifte gewonnen. 6 Stück. Und ein Tagebucheintrag. Landrin, ein Gnome im freundlichen Arm, ist scheinbar aufgrund einer Spinneninvasion in ihrem Keller kürzlich von zu Hause geflohen. Sie hat mir erzählt, dass das Haus gleich westlich vom windigen Schwindler in Berikost liegt. Die Stiefel dieses Mannes, die ihr scheinbar etwas bedeuten, sind dort zu finden. Und ich soll sie ihr bringen, damit ich meine Belohnung erhalte. Gut, also keine weiteren Gruppenmitglieder, dafür 2 kleine Nebenverdienste. Jedoch mit einem Oger uns jetzt schon anzulegen, ist ungesund. Den werden wir wahrscheinlich machen, wenn wir auf dem Rückweg von Naschke wieder nach Norden sind. Also wir werden wahrscheinlich eh irgendwann mal nach Baldur's Tor kommen. Da das die größte Stadt hier ist. So, nochmal kurz in alle
in alle Zimmer geschaut. Nö, hier ist nichts. Gut, gehen wir runter. Gehen wir runter wieder zu unserer Gruppe. Genau. Nichts leichter als das. Und dann gibt es jetzt erst einmal wieder einen Cut. Also ich speichere. LP. Habe ich dann Freizeichen dazwischen? Ich glaube nicht. LP 002. Speichern. Mal kurz gucken. Doch, ich hatte ein Leerzeichen dazwischen. Egal. Also LP 002 gespeichert. Und dann sehen wir uns gleich wieder.